Die Buddhisten sagen, wir haben 5 Hindernisse. Begierde nach Sinnesbefriedigung, Übelwollen, Lässigkeit und Trägheit, Unruhe und Rastlosigkeit, Zweifelsucht. Wobei uns das Hindernis der Sinnesbefriedigung zuerst am meisten befremdet, baut doch ein großer Teil unseres Strebens genau auf diese Art der Befriedigung auf. Das Übelwollen entsteht aufgrund von Neid und Eifersucht. Das Ich möchte am besten sein und sucht deshalb Fehler in anderen Menschen, um sich selbst zu erhöhen. Lässigkeit und Trägheit bedeutet, dass wir uns von den Lebensumständen blenden lassen und uns selbst dabei vergessen. Durch die Trägheit und Nachlässigkeit, nicht bewusst zu bleiben, lassen wir uns von unserem Verstand entführen. Unruhe und Rastlosigkeit entsteht aus mangelnder Bereitschaft, das Leben so zu akzeptieren, wie es ist. Der Geist will immer etwas hinzufügen und fortlaufend Neues erschaffen, um sich selbst zu behaupten. Er ist nie zufrieden und will immer mehr haben. Zu rasten bedeutet, still zu sein und dem Verstand die Herrschaft zu entziehen. Davon versucht er, uns abzuhalten. Zweifelsucht begründet sich aus der Tatsache, dass es keine eindeutige Wahrheit in der gedanklich erfassbaren Welt gibt. Jede Überzeugung ist ein Kompromiss über die Verdrängung des Gegenteils. Das aus einer anderen Betrachterposition immer genauso wahr ist.